Hey, willkommen zu einem neuen Video. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sind die letzten Dinosaurier vor etwa 65 Millionen Jahren am Ende der Kreidezeit ausgestorben. Es gibt jedoch Wissenschaftler, die versuchen, sie mit Hilfe von DNA aus alten Dinosaurierresten zurückzubringen. Es gibt aber auch Menschen, die glauben, dass bestimmte Dinosaurierarten noch an abgelegenen Orten auf der Erde existieren. Heute stellen wir euch 20 Dinosaurier vor, die mit der Kamera im wirklichen Leben festgehalten wurden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Wenn du jemals einen Jurassic Park Film gesehen hast, weißt du, wie mächtig der T-Rex sein kann. Die nächste Person behauptet jedoch, einen Baby T-Rex gesehen zu haben, der durch einen Hinterhof voller Trümmer lief. Der T-Rex, auch bekannt als Tyrannosaurus Rex, ist einer der bekanntesten Dinosaurierarten, die jemals gelebt haben. Dieser große Dinosaurier durchstreifte die Erde vor etwa 66 Millionen Jahren während der späten Kreidezeit. Er war ein erstklassiges Raubtier, das auf Kraft und Schnelligkeit ausgelegt war, mit massiven Hinterbeinen und einem massiven Schädel voller scharfer, kräftiger Zähne. Trotz ihres Status als furchterregende Jäger besaß der T-Rex auch kleine Waffen, die wahrscheinlich eher dem Gleichgewicht dienten als der Jagd. Die genaue Ursache für das Aussterben des T-Rex ist unter Wissenschaftlern immer noch umstritten. Interessant ist die Tatsache, dass T-Rex-Fossilien in ganz Nordamerika gefunden wurden, was ihn zu einem der wenigen Dinosaurier macht, von denen man weiß, dass sie in einem großen geografischen Gebiet gelebt haben. Wie kann es also sein, dass jemand ein T-Rex-Baby mit der Kamera einfangen konnte, das durch einen Hinterhof rennt? Bedeutet dies, dass bestimmte Dinosaurierarten immer noch auf der Erde leben? Nummer 19. Stellt euch vor, wie schrecklich es wäre, einen Dinosaurier in echt zu sehen, während er sich hinter einem Felsen versteckt. Dem Video zufolge geschah dies auf einer abgelegenen Insel im Atlantischen Ozean. Der Mann wirkt sichtlich verzweifelt und filmt das Geschehen mit seinem Handy, bis der Dinosaurier wieder in den Wald läuft. Dinosaurier waren Millionen von Jahren die dominierenden Lebewesen auf der Erde, sodass eine Begegnung mit einem Dinosaurier in freier Wildbahn in der Tat eine gefährliche Erfahrung sein kann. Der beste Weg, einen Dinosaurierangriff zu überleben, ist, ihn ganz zu vermeiden. Wissenschaftler sagen, dass die Menschen nie auf Dinosaurier gestoßen sind, weil wir uns lange nach deren Aussterben entwickelt haben. Sollten wir jedoch heute einem Dinosaurier begegnen, würde unser Überleben von unserer Fähigkeit zur Flucht abhängen. Es ist nicht ganz klar, ob Stillhalten einen vor einem Dinosaurier retten würde, aber im Fall dieses Videos scheint es zu funktionieren. Normalerweise könnte ein Dinosaurier einen Menschen anhand seiner Bewegungen oder seines Geruchs erkennen, vor allem wenn er auf der Suche nach Beute ist. Im Allgemeinen reicht es nicht aus, stillzuhalten und sich zu verstecken, um einen Dinosaurierangriff zu verhindern. Nummer 18. Ein kürzlich in einem Dorf in Stirlingshire, Schottland aufgenommenes Foto hat unter den Einheimischen und im Internet eine Debatte darüber ausgelöst, ob es sich um einen Dinosaurier handelt. Das von Jimmy Wright aufgenommene Foto zeigt zunächst eine seltsam geformte, aber dennoch vertraut aussehende Kreatur. Das Foto wurde aufgenommen, als er mit dem Hund seines Sohnes auf Crow Hill, einem abgelegenen Ort in der Gegend, spazieren ging. Obwohl viele die mysteriöse Kreatur mit einer Schildkröte oder einem Hermelin verglichen, war Jimmy der Meinung, dass sie einem echten Dinosaurier ähnelte. In der Region wurde zwar noch nie Dinosaurierfossilien gefunden, aber die Sichtung hat das Interesse von Hobbypaläontologen geweckt, die glauben, dass es sich um eine unentdeckte Dinosaurierart handeln könnte. Dies wäre das erste Mal, dass ein Dinosaurier in dem Dorf in Stirlingshire beobachtet wurde. Allerdings sind im Vereinigten Königreich bereits mehrere Dinosaurierfossilien gefunden worden, darunter Sauropoden wie Cetiosaurus und Hypsilophodon. Außerdem soll der Geburt der Ichthyosaurier im Vereinigten Königreich liegen, wo im Laufe der Jahre zahlreiche fossile Überreste ausgegraben wurden. Ist es zu weit hergeholt zu denken, dass es sich um einen hybriden Dinosaurier handeln könnte, der irgendwie überlebt hat? Nummer 17. Dies sind aktuelle Videoaufnahmen einer mysteriösen Kreatur, die durch einen Hinterhof in Florida rennt. Die Kreatur wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen und sorgte in der Öffentlichkeit für viel Aufregung und Spekulationen. Der Hauseigentümer vermutet, dass es sich um ein Dinosaurierbaby handelt. Auch wenn die Vorstellung, dass ein Dinosaurier in einem modernen Hinterhof frei herumläuft, weit hergeholt erscheint, wurden in der Gegend im Laufe der Jahre viele Dinosaurierfossilien gefunden. Zu den bemerkenswertesten Funden gehören die Überreste von Ankylosaurus, Dryptosaurus und Ornithomimus. Die jüngste Sichtung in Florida bestärkt die Vorstellung, dass Dinosaurier auch heute noch leben könnten. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine bizarre oder unerklärliche Kreatur mit der Kamera eingefangen wurde.
Obwohl Florida eher für seine Alligatoren und andere moderne Reptilien bekannt ist, wurden dort schon vor einiger Zeit Fossilien von Dryptosaurus gefunden. Wenn man sich das Videomaterial des Dinosauriers im Hinterhof ansieht, könnte es sich möglicherweise um einen Dryptosaurus handeln. Dieser Dinosaurier war für seine scharfen Zähne, kräftigen Beine und seinen vogelähnlichen Schnabel bekannt. Nummer 16. Das nächste Video stammt aus Vancouver, Kanada, aus dem Jahr 2001, in dem wir Pteranodons beim Vorbeiflug sehen können. Es wurde auch gesagt, dass dies nicht das erste Mal ist, dass jemand ähnliche Kreaturen in dieser Gegend beobachtet hat. Es heißt, eine Gruppe von Pteranodons sei von der Isla Sorna geflohen und habe an diesem Ort zu nisten begonnen. Pteranodons sind faszinierende Kreaturen mit einer Reihe einzigartiger Merkmale, die sie von anderen Dinosauriern unterscheiden. Sie waren große, vogelähnliche Reptilien, die für ihre beeindruckenden Flügelspannweiten bekannt waren, die in einigen Fällen bis zu 10 Meter erreichen konnte. Die Flügel des Pteranodon waren besonders bemerkenswert, da sie einen langen, spitzen Knochen aufwiesen, der bis zur Flügelspitze reichte. Dieser Knochen, das sogenannte Pteroid, stützte den Flügel und verlieh ihm mehr Manövrierfähigkeit im Flug. Wissenschaftlern zufolge ist das Pteranodon vor etwa 66 Millionen Jahren ausgestorben. Was die Migrationsmuster betrifft, so sind die Wissenschaftler immer noch dabei herauszufinden, warum diese Kreaturen in verschiedenen Regionen abwanderten. Es gibt die Idee eines genetischen Gedächtnisses, das erklären könnte, wie sie schließlich in Vancouver landeten. Glaubt ihr daran? Nummer 15. Die meisten Menschen wären begeistert, wenn sie eine Gruppe von Dinosauriern in freier Wildbahn zu Gesicht bekämen, aber wenn zwischen ihnen und euch nichts weiter als ein kleines Feld liegt, solltet ihr besser die Flucht ergreifen. Obwohl Wissenschaftler behaupten, dass die Dinosaurier schon lange ausgestorben sind, leben ihre Geschichten in unzähligen Mythen und Legenden weiter. In diesem Video sehen wir eine Reihe von Dinosauriern, die irgendwo an einem abgelegenen und anonymen Ort durch eine Landschaft laufen. Nach Ansicht verschiedener Personen könnte es sich um Procomsognathus handeln. Der Procomsognathus waren kleine, zweibeinige Dinosaurier, die während der späten Trias vor etwa 225 Millionen Jahren lebten. Sie waren etwa so groß wie ein Truthahn, ungefähr 1 Meter lang und wogen zwischen 1 und 2 Kilogramm. Der Procomsognathus, die lebte wahrscheinlich in trockenen Umgebungen wie Wüsten oder halbtrockenen Gebieten und ihre Fossilien wurden in Deutschland und in Frankreich gefunden. Diese Dinosaurier könnten also in Deutschland oder Frankreich gefilmt worden sein. Und ist das ein Beweis dafür, dass es sie noch gibt? Wer weiß das schon? Was man weiß, ist, dass sie lange Hinterbeine und einen steifen Schwanz hatten, was sie wahrscheinlich wendig und zu guten Läufern machte. Sie hatten scharfe Zähne und jagten kleine Beutetiere wie Insekten, Eidechsen und kleine Säugetiere. Einige Wissenschaftler glauben auch, dass sie Aasfresser waren und sich von den Überresten größerer Tiere ernährten. Leider ist aufgrund des Mangels an fossilen Beweisen nicht viel mehr über das Verhalten von Procomsognathus bekannt. Aber wenn wir diesem Video Glauben schenken, wandern sie vielleicht immer noch irgendwo auf der Erde umher. Nummer 14. Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Auto und seht plötzlich ein großes Tier die Straße überqueren. Aber es ist keine Kuh, kein Elch und kein Hirsch. Nein, es ist ein kompletter Dinosaurier. Der Triceratops ist eine ikonische Dinosaurierart, die in der späten Kreidezeit lebte, vor etwa 68 bis 66 Millionen Jahren. Sie waren Pflanzenfresser und hatten einen auffälligen Knochenkragen hinter dem Kopf sowie drei Hörner im Gesicht. Die größten Triceratops-Exemplare konnten bis zu 9 Meter lang werden und über 5400 Kilogramm wiegen. Fossilien von Triceratops wurden in Nordamerika gefunden und unter anderem in Montana, South Dakota und Wyoming. Sie lebten wahrscheinlich in bewaldeten Gebieten und ernährten sich von Pflanzen und niedrig wachsenden Sträuchern. Ihre markanten Hörner und ihr Halsband dienten wahrscheinlich zum Kampf mit Rivalen oder Raubtieren. Wenn ihr also mit dem Auto unterwegs seid und plötzlich dieses Tier kreuzen seht, werdet ihr wahrscheinlich euch zu Tode erschrecken. Verschiedene Wissenschaftler sind der Meinung, dass der Triceratops ausgestorben ist und dieses Video eine Fälschung sein muss. Andere glauben jedoch weiterhin, dass der Dinosaurier irgendwo auf der Erde lebt. Nummer 13. Angesichts der Größe und Ausdehnung unseres Planeten hatte ein fliegender Flugsaurier vielleicht die besten Überlebenschancen. Mehrere Menschen haben behauptet, in den letzten Jahren mehrere Pterosaurier mit der Kamera eingefangen zu haben. Die folgenden Aufnahmen wurden angeblich 1973 vom Militär in der Nähe von Yantai, China gemacht.
Wie ihr vielleicht wisst, waren Flugsaurier eine ausgestorbene Gruppe von Reptilien, die während des Mesozoikums neben den Dinosauriern lebten. Sie waren die ersten flugfähigen Tiere und hatten eine Flügelspannweite von einigen Zentimetern bis zu 10 Metern. Ihre Körper waren mit haarähnlichen Strukturen, den sogenannten Pycnofasern, bedeckt und einige Arten hatten längliche Rüssel, die mit Zähnen gefüllt waren. Leider ist das Filmmaterial sehr unklar, aber einige Leute glauben, dass es sich tatsächlich um einen Pterosaurier handeln könnte. Fossilien wurden auf der ganzen Welt gefunden, darunter in Europa, Südamerika, Afrika und China. Sie lebten wahrscheinlich in verschiedenen Umgebungen, von Küstengebieten bis hin zu Wäldern im Landesinneren und ernährten sich von Fischen, Insekten und anderen kleinen Tieren. Einige Arten waren möglicherweise an den Gleitflug angepasst, während andere über längere Zeiträume fliegen konnten. Ist es möglich, dass diese Kreaturen das Massenaussterben überlebt haben und dass wir einen einzelnen Pterosaurier herumfliegen sehen? Was meint ihr dazu? Nummer 12. Wenn wir dem folgenden Video Glauben schenken dürfen, hat jemand vor langer Zeit einen Dinosaurier mit einer Schwarz-Weiß-Kamera aufgenommen. Nach Angaben mehrerer Personen handelt es sich um einen Sauropoden, einen pflanzenfressenden Dinosaurier, der zu einer Gruppe von Dinosauriern gehörte. Wissenschaftlern zufolge ist diese Art vor etwa 201 bis 66 Millionen Jahren ausgestorben. Aber wie wir in dem Video sehen können, bewundert eine Gruppe von Menschen das Tier aus der Ferne. Könnte das bedeuten, dass dieser Dinosaurier an einem abgelegenen Ort überlebt hat, ohne dass die Wissenschaftler davon wussten? Wer weiß, diese Dinosaurier sind für ihre langen Hälse bekannt, die bei einigen Arten bis zu 15 Meter lang werden konnten. Außerdem hatten sie kleine Köpfe, lange Schwänze und einen kräftigen, muskulösen Körper. Sauropoden lebten an verschiedenen Orten der Welt, unter anderem in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien. Wahrscheinlich lebten sie in Herden, sodass die Tatsache, dass wir in diesem Video einen einzelnen Dinosaurier vorbeilaufen sehen, zweifelhaft ist. Ihre langen Hälse dienten dazu, Pflanzen abzugrasen, die sonst unerreichbar waren, und ihre kräftigen Körper waren darauf ausgelegt, ihr enormes Gewicht zu tragen. Interessant ist, dass Sauropoden wahrscheinlich die Fähigkeit besaßen, Steine oder Felsen zu verschlucken, um die Verdauung von zähem Pflanzenmaterial zu erleichtern. Trotz ihrer enormen Größe waren Sauropoden möglicherweise in der Lage, sich schneller fortzubewegen als bisher angenommen. Jüngste Studien deuten darauf hin, dass einige Arten in der Lage waren, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Stundenkilometern zu laufen. Nummer 11. Eines der berühmtesten Fossilien eines Compsognathus wurde im späten 19. Jahrhundert in Deutschland entdeckt und war damals einer der kleinsten bekannten nicht-avischen Dinosaurier. Wenn man dem nächsten Video Glauben schenken darf, hatte jemand dieses Tier gefangen und in einen Käfig gesperrt. In den Jurassic Park-Filmen wurden sie so dargestellt, dass sie in der Lage waren, einen Menschen zu erlegen, aber in Wirklichkeit war ihre Beute wahrscheinlich viel kleiner. Die Compsognathus sind eine Familie kleiner fleischfressender Dinosaurier, die während der Jura- und Kreidezeit lebten und deren Fossilien hauptsächlich in Europa gefunden wurden. Sie waren zweibeinig, das heißt, sie liefen auf zwei Beinen und hatten im Allgemeinen einen schlanken Körper und einen langen Schwanz. Was ich gerade beschrieben habe, klingt sehr ähnlich wie der Dinosaurier, den wir in dem Video sehen. Könnte es sein, dass diese kleinen Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren nicht ausgestorben sind, sondern das Massenaussterben überlebt haben? Wer weiß. Trotz ihrer relativ geringen Größe waren diese Tiere schnell und wendig, was es ihnen ermöglichte, Beute zu fangen und größeren Raubtieren auszuweichen. Leider war dieser Dinosaurier nicht schnell genug, um einem Menschen zu entkommen. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht gefangen worden. Nummer 10. Das Ungeheuer von Loch Ness, besser bekannt als Nessie, ist seit Jahrzehnten eine Quelle der Faszination und Spekulation. Während viele Menschen glauben, dass es sich bei Nessie lediglich um einen Mythos oder eine Legende handelt, haben andere Theorien aufgestellt, die besagen, dass es sich bei der Kreatur um ein überlebendes Mitglied einer prähistorischen Dinosaurierart handeln könnte. 1997 tauchten Beweise für weitere Ungeheuer im schottischen Loch Lomond und im walisischen Lyn Elet auf. Das Videomaterial wurde von einem Mann namens Nick Taylor aufgenommen. Das Seltsame an dieser Geschichte ist, dass das Beweismaterial aus dem Internet verschwunden ist, was Zweifel an seiner Gültigkeit aufkommen lässt. Auf dem Filmmaterial sind überzeugende Beweise für ein plesiosaurer-ähnliches Wesen in britischen Gewässern zu sehen. Auch wenn einige behaupten, dass es sich dabei um ein Krokodil handelte, ist es doch seltsam, dass das Videomaterial aus dem Internet entfernt wurde. Meint ihr nicht auch? Nummer 9. Die Stadt Jacksonville ist für mehrere Dinge bekannt, unter anderem dafür, dass sie die flächenmäßig größte Stadt Amerikas ist. Außerdem beherbergt sie verschiedene kulturelle Attraktionen wie das Kammer Museum of Art and Gardens und das Museum of Contemporary Art Jacksonville. All dies könnte jedoch stark beeinträchtigt werden, wenn ein Dinosaurier epischen Ausmaßes in der Stadt sein Unwesen treiben würde. Aber wie wahrscheinlich ist das?
Wenn man den folgenden Videoaufnahmen Glauben schenken darf, hat jemand einen Dinosaurier mit der Kamera eingefangen, als er über ein geschlossenes Tor blickte. Wenn ein Dinosaurier heute durch eine Stadt streifen würde, wäre das Ausmaß der Zerstörung, das er anrichten würde, wahrscheinlich katastrophal. Außerdem würden die meisten Menschen ihn sofort filmen und in den sozialen Medien posten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Video echt ist, ist also sehr gering. Aber dieses Video stammt aus dem Jahr 2011. Wer weiß, vielleicht hat die Regierung damals Dinosaurier vor der Menschheit versteckt. Nummer 8. Wenn man Wissenschaftler fragen würde, ob es noch Baby-Dinosaurier auf der Erde gibt, würden sie sagen, dass dies höchstwahrscheinlich unwahrscheinlich ist. Aber im Internet kursieren mehrere Videos, darunter eines, in dem wir Dinosaurier-Babys am Strand laufen sehen. In einem anderen Video sieht man mehrere Baby-Dinosaurier herumlaufen und in diesem letzten Video scheint es, als würden einige Baby-Dinosaurier sogar eine Straße überqueren. Einige Leute behaupten jedoch, dass wir in diesen Videos keine echten Dinosaurier-Babys sehen, sondern eine Gruppe von Nasenbären. Nasenbären sind kleine Säugetiere, die mit Waschbären verwandt sind und hauptsächlich in Mittel- und Südamerika leben. Sie sind bekannt für ihre langen Schnauzen, buschigen Schwänze und die markanten maskenartigen Markierungen um die Augen. Sie sind in der Regel zwischen 80 und 130 cm lang und können bis zu 12 kg wiegen. Obwohl Nasenbären nicht wie Dinosaurier aussehen, gibt es einige Ähnlichkeiten in ihrem Verhalten. Die Vorfahren der Nasenbären haben sich wahrscheinlich vor mehr als 20 Millionen Jahren entwickelt. Es scheint also, dass sie neben den Dinosauriern lebten. Glaubst du, dass wir in diesen Videos Baby-Dinosaurier sehen oder sind es Nasenbären? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 7. Auf den ersten Blick zeigen diese Aufnahmen einer Sicherheitskamera einen knurrenden Dinosaurier, der über dem Körper eines gefallenen Dinosauriers steht. Es ist jedoch nicht ganz klar, wo dies gefilmt wurde. Es hat den Anschein, dass der Dinosaurier dem Fahrzeug zum Opfer gefallen ist und dass der andere Dinosaurier seinen Verlust betrauert. Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand ist es schwierig zu sagen, ob Dinosaurier trauerten oder ein Trauerverhalten zeigten, wenn ein Mitglied ihrer Art starb. Es gibt nur wenige fossile Belege für soziale Interaktionen bei Dinosauriern und was wir daraus schließen können, ist weitgehend spekulativ. Andere Tiere, wie zum Beispiel Elefanten, können Traurigkeit und Trauer empfinden. Auch bei Schimpansen wurde Trauerverhalten beobachtet, zum Beispiel das Tragen und Pflegen des Körpers eines verstorbenen Individuums. Ob wir in diesem Video tatsächlich einen Dinosaurier sehen, der durch die bewohnte Welt läuft, bleibt also ein Rätsel. Nummer 6. Videomaterial von schlechter Qualität lässt immer etwas zu wünschen übrig, aber in diesem Video scheinen wir tatsächlich einen T-Rex in der Nähe eines Waldes zu sehen. Was wissen wir über den T-Rex? Sie sind die mächtigsten Dinosaurier und waren riesige fleischfressende Dinosaurier, die vor 66 Millionen Jahren lebten. Könnte sich der Dinosaurier in diesem Video verirrt haben und immer noch an einem abgelegenen Ort auf der Erde umherwandern? Wer weiß, wusstet ihr, dass der T-Rex eine der letzten verbliebenen Dinosaurierarten war, bevor sie ausgerottet wurden? Sie benutzten ihre kräftigen Kiefer und scharfen Zähne, um Beute zu jagen und zu töten. Sie fraßen sogar andere Dinosaurier wie den Triceratops, Edmontosaurus und andere pflanzenfressenden Dinosaurier. Außerdem besaßen sie einen hochentwickelten Geruchssinn, mit dem sie Gerüche aus meilenweiter Entfernung wahrnehmen konnten. Glaubst du, dass der T-Rex noch existiert, wie in diesem Video behauptet wird, oder denkst du, dass er ausgestorben ist? Nummer 5. In diesem nächsten Video behauptet ein Mann, dass er in der Lage ist, Raptoren zu züchten. Raptoren ist ein Begriff, der allgemein verwendet wird, um sich auf die Familie der Dinosaurier zu beziehen, die als Dromaeosauridae bekannt sind. Dromaeosaurier waren eine Gruppe von Theropoden-Dinosauriern, die während der Kreidezeit vor etwa 100 bis 66 Millionen Jahren lebten. Sie waren kleine, flinke, zweibeinige Raubtiere, die für ihre scharfen, gekrümmten Krallen an den Hinterbeinen bekannt waren. Nach Angaben des Mannes leben diese Kreaturen in seinem Haus und koexistieren mit seiner Katze. Das Video zeigt eine neugierige Katze, die sich einem der Tiere nähert, woraufhin beide erschrecken und weglaufen. Raptoren waren eine Gruppe von Raubsauriern, die verschiedene Lebensräume bewohnten, von dichten Wäldern bis hin zu offenen Ebenen. Sie im Wohnzimmer eines Menschen zu sehen, ist also ziemlich seltsam. Aber wer weiß, vielleicht sagt dieser Mann ja die Wahrheit und züchtet tatsächlich kleine Dinosaurier in seinem Haus. Nummer 4. Dieser Dinosaurier scheint direkt einem Godzilla- oder Jurassic Park-Film entsprungen zu sein. Dies soll sich irgendwo in Japan zugetragen haben. Ein riesiger Dinosaurier betrat die Bühne und versetzte alle in Angst und Schrecken. Bei diesem Dinosaurier handelte es sich um einen Allosaurus, der für seinen charakteristischen Schädel mit großen scharfen Zähnen und Krater über den Augen bekannt ist. Fossilien des Allosaurus wurden in verschiedenen Teilen der Welt gefunden, darunter in Nordamerika, Europa und Afrika. Sie waren die größten Raubtiere und machten wahrscheinlich Jagd auf andere große Dinosaurier, wie Stegosaurier und Sauropoden. Sie jagten wahrscheinlich in Rudeln, ähnlich wie moderne Wölfe, um größere Beute zu erlegen.
Der Dinosaurier in diesem Video betrat den Raum mit Hilfe seiner Trainer. Es war wahrscheinlich kein echter Dinosaurier, aber stell dir vor, es gäbe in der Zukunft einen Dinosaurier-Themenpark, in dem du echte Dinosaurier sehen könntest. Würdest du dich trauen, diesen Themenpark zu besuchen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 3. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würdest du dich erschrecken, wenn du einen schlafenden Dinosaurier neben deinem Pool findest? Dies hätte sich irgendwo im Vereinigten Königreich zugetragen. Obwohl der Dinosaurier friedlich zu schlafen scheint, versammeln sich viele Menschen um ihn und trauern ihren Augen nicht. Dieser Dinosaurier ist ein Baryonyx und gilt als eines der geschicktesten Raubtiere der Geschichte. Er lebte in der frühen Kreidezeit vor etwa 130 bis 125 Millionen Jahren. Obwohl wir sehr skeptisch sind, muss es ziemlich beängstigend sein, einen Dinosaurier neben einem beliebigen Tümpel liegen zu sehen. Das Unglaubliche ist, dass die Menschen nicht so sehr Angst haben, sondern ihn als Beweis mit der Kamera festhalten wollen. Eine interessante Tatsache ist, dass der Baryonyx eine halb aquatische Lebensweise hatte, was erklären konnte, warum wir ihn neben dem Teich sehen. Nummer 2. In diesem nächsten Video aus dem Jahr 2007 sehen wir einen Raptor mit hoher Geschwindigkeit durch einen Wald rennen. Obwohl die Laufgeschwindigkeit von Raptoren umstritten ist, waren viele Arten wahrscheinlich recht schnell. Man schätzt zum Beispiel, dass der Velociraptor mit einer Geschwindigkeit von etwa 65 Stundenkilometern lief. Die genauen Lebensräume der Raptoren variierten je nach Art, aber sie waren weit verbreitet und reichten von dichten Wäldern bis zu offenen Ebenen. Es ist also nicht allzu weit hergeholt, zu glauben, dass dieses Video echt sein könnte, da der Raptor im Wald läuft. Manche Leute behaupten jedoch, dass das Video mit digitalen Animationen erstellt wurde. Fossilien, die gefunden wurden, deuten darauf hin, dass sie etwa 15 bis 30 Kilogramm wogen und 1,8 Meter lang waren. Velociraptoren zeichneten sich durch ihre scharfen Zähne, Greiffüße und riesigen Zehenkrallen aus und lebten hauptsächlich in Asien, der heutigen Mongolei und China. Eine weitere interessante Tatsache ist, dass sie im Verhältnis zu ihrer Körpergröße große Gehirne hatten, was darauf schließen lässt, dass sie sehr intelligent waren. Nummer 1. Im Jahr 2015 erschraken viele Menschen, als sie einen T-Rex sahen, der von einem Lastwagen transportiert wurde. Alle zückten ihre Handys, um es zu filmen, weil sie es nicht glauben konnten. Der Dinosaurier war mit einem blutigen Tuch bedeckt, als er durch London gefahren wurde. 2015 strahlte National Geographic eine Sendung mit dem Titel T-Rex Autopsy aus, in der sie ein lebensgroßes Modell eines Tyrannosaurus Rex als Teil eines Werbegags erstellt hatten. Der von einem Expertenteam geschaffene Dinosaurier war so konzipiert, dass er einen echten T-Rex simulierte und Details wie künstliche Organe, Haut und Muskeln aufwies. Die Sendung selbst sollte den Zuschauern ein besseres Verständnis für die Anatomie und das Verhalten des T-Rex vermitteln. Stellt euch vor, ihr gehört zu den Menschen, die tatsächlich glaubten, sie würden einen echten T-Rex transportieren. Ihr werdet wahrscheinlich zu Tode erschrocken. Glaubt ihr, dass es Dinosaurier noch gibt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.